Nach dem USA Grand Prix geht es in Brasilien weiter und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Brasilien Grand Prix. Die Streckendetails. Am 17. November beginnt die 37. Ausgabe des Brasilien Grand Prix in Sao Paulo. Hier könnt ihr sehen, wann die Formel 1 in Brasilien zu Gast war. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 15 Kurven, 10 Linkskurven und 5 Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es nur 190 Meter. Auf der gesamten Rennstrecke fährt man dreimal im achten Gang. Insgesamt 42 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 2982 im Rennen, also etwas weniger als beim vergangenen Grand Prix in den USA vor zwei Wochen. Die Boxengasse hat eine Länge von 361 Meter und dort wird höchstens 80 km/h gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety-Car-Phase liegt bei 64%, der Vollgasanteil liegt bei 70%. In den bisher 36 Ausgaben des Brasilien Grand Prix in Sao Paulo gewann 15 Mal der Pole-Sitter, was einer Quote von 41,6% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als Mittel angegeben und der Reifenverschleiß auch. Gefahren wird 71 Runden lang gegen den Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrenndistanz von 305,909 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 4309 Meter. Die zwei DRS-Zonen sind zwischen den Kurven 3 und 4 und nach Kurve 14 über die Start-Ziel-Geraden bis hin zur Kurve 1. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Supersoft-Medium-Strategie von Lewis Hamilton. Schnellster Pilot im Feld war Daniel Ricciardo mit 337,2 km/h. Die schnellste Rennrunde ging an Valtteri Bottas mit einer 1:10.540, gefahren in Runde 65. Die Führungsabschnitte könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. Schnellster Boxenstopp war der von Sebastian Vettel. Seine Zeit war eine 22,551 in Runde 27. Seine Standzeit war eine 1,97, was auch gleichzeitig die schnellste Standzeit des Grand Prix war. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei 210,585 km/h. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1:10.540, gefahren von Valtteri Bottas aus dem Jahre 2018 mit seinem Mercedes W09. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr Lewis Hamilton 2018 mit einer 1:07.281. In Brasilien werden die Mischungen C1 der harte Reifen, C2 der Medium und C3 des Softer-Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Supersoft, Soft und Medium gefahren. Weiter geht es mit Mike von Massive Motorsport Sim Racing. Wichtiges zum Setup. Aufgrund von 750 Meter über dem Meeresspiegel verlieren die Motoren 10% ihrer Leistung. Außerdem sind eine gute Fahrzeugbalance und eine gute Traktion von Wichtigkeit. Die Strecke bietet ein niedriges Grip-Level. Kurve 1 bis 3. Der Fahrer kommt auf der Zielgeraden mit offenem Heckflügel und hoher Geschwindigkeit angeschossen, bremst hart und muss in den weltberühmten Senna-S-Kurven die Kurvenscheitel so optimal wie möglich treffen. Track Limits besonders in Kurve 2 beachten. Kurven 6 bis 8. Hohe Bolidengeschwindigkeit, kurz abbremsen, zwei Gänge zurück und einen Flow rechts hoch. Kurven 8 bis 11. Wichtig ist hier, die Scheitel optimal zu treffen. Gerade nach Kurve 10 ist die Traktion extremst wichtig. Die Chancen auf Respin bis hin zum Dreher sind recht hoch. Kurven 12 bis Ziel. Ein kompletter Vollgasabschnitt mit Geschwindigkeiten bis hin zu 330 km/h. Das war eine Runde in Brasilien. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings-, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse in Brasilien. 1982. Nelson Piquet gewinnt zwar sein Heim-Grand Prix in Rio de Janeiro und wird auf dem Podest bewusstlos, wird aber später wegen illegaler Wassertanks zur Kühlung der Bremsen disqualifiziert. Renault und Ferrari hatten gegen Piquet und Rosberg protestiert. 2001. Vor Kurve 4 rutschte Minardi-Pilot Joe Verstappen in den führenden Juan Pablo Montoya und beide schieden aus. Verstappen meinte später im Interview, dass der Kolumbianer zu früh bremste und er es nicht vermeiden konnte. 2003. Weber verlor im Regen in der vorletzten Kurve die Kontrolle über seinen Boliden und krachte heftig in die Tech-Pro-Barrieren. Alonso fuhr über das von Weber verlorene Rad, krachte heftig in die entgegengesetzte Tech-Pro-Barrieren und schied ebenfalls aus. 2005. Fernando Alonso macht im dritten letzten Rennen der Saison mit seinem dritten Platz in Interlagos alles klar und gewinnt mit Renault sowie die Fahrer als auch die Konstrukteursweltmeisterschaft. 2007. Kimi Räikkönen wird zum ersten und einzigen Mal Weltmeister und das mit einem Vorsprung von nur einem Punkt, da Titelrivale Hamilton nur Siebter wurde. 2008. Felipe Massa gewinnt zwar in seinem Heim-Grand Prix und ist für 39 Sekunden Weltmeister, bevor Lewis Hamilton vor Kurve 12 auf den Slicks fahrenden Timo Glock überholt und den benötigten 5. Platz einfährt und zum ersten Mal Weltmeister wird. 2009. Jenson Button fuhr im vorletzten Rennen der Saison 2009 den 5. Platz ein. Damit wurde er mit Brawn zum ersten und einzigen Mal Weltmeister. Zudem wurde Brawn GP auch Konstrukteursweltmeister. Mark Webber gewann das Rennen vor Robert Kubica und Lewis Hamilton. 2012. Beim Abschiedsrennen von Michael Schumacher wird Sebastian Vettel in Kurve 4, als er zu früh bremste, vom Lokalmatador Bruno Senna umgedreht und beschädigte Vettels linken Unterboden inklusive Auspuff. Nach einer Wahnsinnsaufholjagd des Heppenheimers wird er am Ende 6. und zum dritten Mal in Folge Weltmeister. Kurios waren auch
auch zwei Vorfälle. Bei Vettels Boxenstopp fehlten einmal die Reifen, sodass er länger in der Box stand und Räikkönen versuchte, als er sich von der Strecke drehte, hinter einer Streckenbegrenzung durch ein Tor wieder auf die Strecke zu fahren. Doch dieses war leider versperrt. Nach dem Rennen meinte er, dass das Tor 2001 noch offen war. 2016. Felipe Massa verlor bei seinem Abschiedsrennen im Regen in der vorletzten Kurve die Kontrolle über seinen Boliden, rutschte in die Leitplanke und schied aus. Doch damals wusste keiner, dass das Rennen nicht sein letztes Heimrennen war, sondern das im Jahr darauf. Grund war der Rücktritt vom Weltmeister Nico Rosberg und der Wechsel von Williams-Pilot Valtteri Bottas zu Mercedes. 2018. Esteban Ocon versucht sich in der Senna S gegen Max Verstappen zurückzurunden und räumt den Red Bull-Piloten ab. Der Franzose bekam eine 10-Sekunden Stop-and-Go-Strafe. Nach dem Rennen kam es beim Wiegen zum Vorfall der beiden Fahrer. Verstappen schub den Racing Point-Piloten mehrfach weg und beleidigte ihn noch. Auch er bekam eine Strafe. 2 Tage gemeinnützige Arbeit im Dienst der FIA. Die bisherigen Sieger des Brasilien Grand Prix. Die Liste befindet sich ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, liked das Video und wenn auch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 18 Uhr wieder auf Twitch, wenn ich wieder livestreame und gegen die Community fahre. Bis dahin, ciao.